Hey Leute, was geht ab? Willkommen zu einer weiteren Folge von Loon Tower Defense 6. In der Folge heute werden wir eine Runde schaffen. Nicht nur eine Runde, sondern 100 Runden. Und zwar mit der meiner Meinung nach vielseitigsten Einheit im gesamten Spiel. Und zwar den Druiden. Ich finde, der Druide ist eine der lustigsten Einheiten im Spiel. Denn jede Skillung macht ihn einfach komplett anders. Bei der ersten Skillung wird er zu so einem Sturmdruiden, der verschleudert irgendwie Lichtblitze, der kann die Gegner zurückschleudern komplett, ist was ganz eigenes, hat einen ganz anderen Style auch so. Respektiere ich. Bei der mittleren Skillung kann er Ranken vom Boden herbeischwören, wird zum Waldgeist, kann den ganzen Boden voller Ranken machen, ist eine ganz eigene Skillung, hat einen ganz eigenen Effekt. Feier ich. Bei der letzten Skillung wird er einfach absolut zum verrückten Spinner, der ultra schnell angreift und ultra viel Schaden macht. Feier ich auch. Extrem. Und deswegen werden wir heute mal extrem eskalieren und einfach eine Runde machen, wo wir extrem mit den Druiden abliefern. Leicht einen Alchemist, um den zu boosten, wenn ich mich danach fühle. Aber hauptsächlich sollen nur die Druiden Schaden machen und abliefern. Falls ihr übrigens neu hier seid und Videos zu Bloons oder Brawls das mögt, könnt ihr auch mal sehr gerne ein Abo da lassen. Das sind die Spiele, die ich aktuell am meisten spiele, eigentlich nur spiele aktuell. Welche Map habe ich noch gar nicht gespielt auf meinem Kanal? Es gibt ja so ein paar Maps, die habe ich ein bisschen häufiger gespielt. Ich glaube nämlich, so ein paar Maps habe ich noch gar nicht so viel gezeigt. Ich wähle übrigens auch den Helden Obin aus, weil der boostet ja mit seiner Fähigkeit Zauberaffen. Nicht alle Affen, wie ich mal fälschlicherweise angenommen habe. Die nehme ich dafür mit für den Boost. Ey, wisst ihr was? Ich mache das auf der Map Ende der Straße. Denn auf der Map kann ich den Modus unplatzbar wählen. Und den habe ich, glaube ich, auch noch nicht so oft gezeigt. Da geht es nämlich automatisch bis Runde 100. Okay, ja, wie gesagt, Obin will ich haben für den Boost. Und den platziere ich dann auch so, dass es wahrscheinlich am meisten Sinn macht. Aber erstmal hauen wir einen Druiden raus. So, und zwar hier. Hier. So, haben wir die schon mal rausgehauen. Und ich werde natürlich auch ein paar Banken und sowas raushauen. Auf jeden Fall. Aber ich werde erstmal hier links. Für Leute, die Druiden nicht kennen. Beziehungsweise, bei den ersten könnt ihr euch ja vorstellen, ist relativ simpel, aber der Zorn-Druide zum Beispiel. Habe ich noch nicht viel gespielt, ich glaube viele Leute meiden den, aber meidet ihn nicht, weil der ist super stark. Denn wenn ihr den bis zu Platzverlust geskillt habt, was übrigens super günstig ist, dann boostet der seine Angriffsgeschwindigkeit und die Angriffsgeschwindigkeit von anderen Druiden bis zu 5-mal. Also der wird immer schneller, je mehr Platzverlust-Druiden neben ihm stehen. Und wenn du ihn auf Zorn-Avatar skillst, ist er komplett vorbei, denn der eskaliert dann komplett. Und das ist mein Ziel. Ich werde einen von denen zum Zorn-Avatar machen und dann noch halt 4 andere Boys um den herum. Und dann wird es einfach richtig hardcore scheppern und das wird richtig hardcore eskalieren. Jo, was wir aber da noch brauchen, ist natürlich auch ein bisschen mehr Kohle. Ich denke, die 3 kriegen das dann erstmal ganz okay hin. Die Ballons kommen ja nochmal zurück, das heißt, die können doppelt angreifen. Dann machen wir es mal. Ja, ich will halt oben echt noch platzieren für den Boost, aber ich will nicht, dass der viel angreift, ist das Ding. Der soll einfach da sein, aber ich will nicht, dass er viel kämpft. Deswegen überlege ich mir erst nochmal, wie wir was machen. Wir machen jetzt erstmal eine Plantage. Pam. Okay. Denn Geld ist natürlich wichtig bei so einer Challenge. Denn Runde 100 ist ja gar nicht so leicht. Man mag es nicht glauben, weil so viele YouTuber das halt immer easy zeigen, Runde 100. Aber Runde 100 ist kein Zuckerschlecken. Auf unplatzbar vor allem nicht. Weil je höher du machst vom Schwierigkeitsgrad, desto schwerer wird es ja. Gerade wenn du eine dumme Challenge machst. Wenn du dich selbst handicaps, ist es natürlich ein bisschen schwerer. Aber das müssten wir super easy wahrscheinlich hinkriegen. So, kann ich den Alchemisten platzieren, dass er nur boostet und nicht angreift? Ja, den untersten, ne? Ich meine, ich kann auch hier platzieren. Dann greift er vielleicht ein bisschen an und boostet alle. Ja, also ich werde es nicht ganz so streng nehmen, ehrlich gesagt, weil es ist ja nur ein fun-lustiges Video. Ich will nämlich ehrlich gesagt auch einfach nur alle Druiden mal vorstellen. Wir skillen mal da. So, das fetzt jetzt ordentlich, dass wir dann gleich auch dann die Banken rechts unten haben. Also die erste Bank, eine Bank. Es ist auch alles teurer in unplatzbar, stimmt. Das kostet einfach 3.900, diese Bank. Frech. Frech ist das. Ja, unplatzbar ist vielleicht ein Fehler. Ist vielleicht ein Fehler, weil es ist alles super teuer jetzt. Was passiert? Wo ist denn mein ganzes Leben hingegangen? Die ganzen Druiden sind ja so Natureinheiten. Wenn ich bei den Natureinheiten nicht den Chef der Natureinheiten platziere, wäre es ja schon verschwendet. So, der boostet die jetzt. Und Obin ist der Anführer der Druiden. So, jetzt machen wir das. Sturmdruide, der steuert jetzt die Ballons zurück. Easy. Jetzt machen wir das. Easy. Gut, jetzt sind wir wieder am Start. So, jetzt machen wir da unten schon ein paar Zorndruiden. Schwupp, schwupp. So. Bam, bam, bam.
So, erhöht die Angriffsgeschwindigkeit während der Runde, solange der Druide Bloons platzen lässt. Also, solange er kämpft, wird er immer, immer, immer schneller. Und jetzt gehen wir schon mal den hier zum nächsten und zack, wir haben jetzt einmal schon mal Platzverlust. Okay, und jetzt machen wir dann zum dritten Platzverlust und zack. Jetzt haben wir richtig schön spannend dreimal Platzverlust. Gut, ich brauche aber auch mehr Kohle, deswegen sollte ich nicht mich nur auf Platzverlust verlassen, sondern auch mal jetzt hier ein bisschen was raushauen. Da war ein Pixel oben, da war ein Pixel, da ist ein Pixel, da ist ein Pixel, da ist ein Pixel. Ah, gib mir den Pixel. Gib mir den Pixel, Spiel. Gib mir den... Nein. Gib mir den Pixel. Da. Okay, ist jetzt nicht der Pixel, den ich wollte, aber egal, nehme ich. Zack, zack, zack. Zonenriede, Platzverlust. Bam. Bam, 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 bam. Zonenriede, Platzverlust. Bam. So, jetzt haben wir hier schon den vierfachen Boost. So, jetzt haben wir da oben. Ich kann es zum Kugelwitz noch machen, aber ich spare erstmal für den Zornavatar, denn wenn wir es gleich mal sehen in Aktion. Guckt euch einfach mal jetzt an, wie schnell die schon feuern. Das ist absurd. Das ist wirklich absurd. Und gleich als Zornavatar wird es nochmal viel, viel kranker. Also wirklich. So, wenn ich das... Oh, ich kann das so machen. Dann greift er nicht an, aber er boostet trotzdem. Das ist perfekt. Er boostet den, aber er greift nicht an. Perfekt. Perfekt, der Alchemist. Also wenn die nach rechts kommen, greift er kurz mal an. Aber das würde ich ein Auge zukneifen. Weil ich meine, es geht ja nur auch darum, Schwarzen zu machen. Und nur ein Herz zu haben, darum geht's auch. Ich dachte, ich hätte mehr. Aber ist ja alles entspannt. Ist ja alles easy, easy, easy. Das machen wir hier. Wir heben ab. Und jetzt machen wir den zum Zorn-Avatar. Bam. Guckt einfach mal jetzt den Schaden an. Guckt einfach mal jetzt den Schaden an. Und die Angriffsgeschwindigkeit. Absolut krank, Leute. Den hier oben machen wir jetzt auch nochmal zum Coolwitz. So. Und jetzt gehen wir noch mal zum Typen, den wir noch gar nicht geskillt haben. Und der kam von mir aus da unten, oder? Ja, komm. Und zwar die Mitte. Haben wir noch gar nicht geskillt, obwohl es eigentlich eine super Skillung ist. Und das machen wir einmal so. Machen wir einmal so. Die Reichweite ist ja eh schon nice, aber das machen wir einmal so. Und das machen wir so. Ist im Grunde sinnlos, die Skillung mit Dschungelbeute. Aber die Reichweite ist halt absurd. Der hat so eine absurde Reichweite jetzt. Absolut krank. Und die Reichweite wird gleich noch besser. Man könnte sogar fast sagen, die Reichweite wird gleich perfekt. So, der kann jetzt auch 200 pro Runde generieren. Wenn der näher bei den Plantagen wäre, wird er mehr generieren, aber ich will den nicht ganz rechts platzieren. Der soll bei seiner Familie sein. Ey, ohne Scheiß, die wird locker Runde 100 hinkriegen. Ich weiß nicht, warum ich einmal... Doch, ich bin am Tamalon kaputt gegangen. Das war das Ding. Ich bin am Tamalon kaputt gegangen. Ja, aber die werden es locker hinkriegen. So, wenn ich 50.000 habe, verbessere ich den nochmal. Ich mach kurz mal da den Baum weg. Der zerfetzt einfach. Es ist so krank. Bam, 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 bam. Es ist so übel. Weil die großen Verbesserungen kann ich ja alle noch raushauen. Wir werden auch alle Level 5 Verbesserungen raushauen, das verspreche ich euch. Nur eins nach dem anderen natürlich. Nicht zu gierig sein. Das Geld sprintet jetzt ja auch schon, weil das da unten mega krank ist. 20.000, 20.000. Ja, ja, ja. Ist einfach Fettkohle, was da hier rumkommt, wie viel Schaden er gemacht hat. Der hat schon 180 Kills gemacht. 180.000. Kein anderer kommt auch nur ansatzweise in die Nähe. Jetzt mal ohne Scheiß. Der hat 180.000 gekillt. Die anderen haben so 30.000, bestenfalls. So, jetzt heben wir hier ab. Jetzt machen wir das ja besser. Bam. Und jetzt machen alle Plantagen da unten noch mehr Kohle. Okay, ja, jetzt können wir auch das hier skillen. Waldgeist. Achtet auf den Boden. Überall die Ranken. Achtet auf den Schaden, den ihr jetzt macht. Es sprintet. Es sprintet der Schaden. Das ist so eine kranke Skillung. Ohne Scheiß. Es ist so absurd. Es sprintet einfach komplett. Jetzt kommen die Schnellen, aber habt ihr die gesehen? Ich auch nicht. Weil die sind einfach instant kaputt gegangen. So, jetzt können wir gleich den skillen. Bam. Den perfekten Sturmdruiden. So, Supersturm fügt allen Bloonarten schweren Schaden zu und bläst zum Ausgang zurück. Und ich glaube, ich habe das auch geskillt. Nee, habe ich nicht geskillt. Aber man kann das skillen, dass nicht nur ein Tornado kommt, sondern drei kleine kommen noch mit bei. Ich dachte, ich hätte das geskillt, aber habe ich anscheinend nicht. Ich skill jetzt mal hier unten auf Permagebräu, dass der die da unten einfach permanent einfach boostet. Oben boostet ja auch nochmal. Wo ist oben überhaupt? Da steht jetzt in der Mitte. Oh, er ist Level 20 hat er jetzt. Nice. Ja, ey, das ist die Naturfolge. Das ist die Naturfolge, wo wir einfach im Eskalieren sind. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch passieren soll. Weil es ist so krank. Ich brauche nichts mehr. Ich brauche nichts mehr. Ich habe alles, was ich brauche. Jetzt können wir das alles noch schneller machen und noch schneller boosten. Runde 95. Achtung, Speed Boost. Bam. Er ist noch schneller. Der Zorndruid ist so krank. Es ist einfach so krank, Leute. Und ich habe ja nicht mal viele Druiden platziert. Weil der chillt ja nur so ein bisschen. Der ist gar nicht so viel im Kampf. Der ist gar nicht so viel am Kämpfen, wie ich dachte. Aber, hey, ich liebe Druiden. So, Runde 100. Ist das ein Problem? Ist das ein Problem? Nein, 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 nein. Es wird einfach alles zurückgesteuert, ohne Probleme. Ja, ey, ich liebe die Druidenklasse. Ich kann es nicht oft genug sagen. Es ist eine der besten Klassen im gesamten Spiel. Es ist einfach der Hammer. Ohne Scheiß, es ist einfach der Hammer. Ich liebe die Druiden.
Weil das ist alles cool. Da ist jedes Skill um die Hammer. Ich mach mal den da oben weg, dass er vielleicht ein bisschen früher angreift. Und mach den mal da unten hin. Ich mach den mal da hin, so. So, durchgeskillt. Ist einfach der Hammer. Alle Druiden. Mega top. Der hat gleich 2 Millionen. Und ja, die Druiden. Eine meiner absoluten Lieblingseinheiten, wenn nicht sogar meine Lieblingseinheit. Wie findet ihr Druiden? Kanntet ihr schon alle Klassen? Wie findet ihr das? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich kann echt nur jedem empfehlen, wenn ihr was erreichen wollt, platziert den Zorn-Avatar und die mit Platzverlust. Das ist super günstig. Das ist mal ohne Scheiß. Dann würde ich aber sagen, Leute, sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Oben, der Anführer der Natur, hat auch einen guten Dienst gemacht, ist ein guter Mann. Der hat Bäume beschworen. Da kommt jetzt auch die Bananen raus. Endlich. Gut. Und dann würde ich aber sagen, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und ciao.